Über deutsches Essen haben wir auf diesem Kanal schon öfters gesprochen, aber noch nie mit Ausländern, die also aus anderen Ländern kommen und jetzt in Deutschland leben. Wir wollen heute unbedingt wissen, was mögen Sie eigentlich an deutschem Essen? Was mögen Sie überhaupt nicht? Und was haben Sie schon hier gegessen, was echt komisch war? Dazu befragen wir jetzt über 100 Leute auf dem Easy German Meetup hier in Berlin. Janusz, los geht's, ha? Los geht's. Wie gefällt euch deutsche Küche? Ja, es ist ganz gut. Es ist ganz lecker, würde ich sagen. Mit viel Protein, ne? Ganz so viel Fleisch und auch viel Kartoffeln. Ja. Also da stimme ich, mache auch deutsches Essen. Eigentlich arbeite ich in einer Kita, so deswegen machen wir unser eigenes Essen. Und es gibt verschiedene Sorten von diesen und die sind wirklich lecker. So. Das gefällt mir am meisten. Welches deutsche Essen gefällt dir am meisten? Also, ich mag hier besonders die Bratkartoffeln und die Gemüse. Also Brot natürlich, ja, und auch Apfelstrudel. Ich würde sagen, ja, Kekse, Buletten auch. Schnitzel, ich liebe Schnitzel, aber auch Käsespätzle ist gut und Apfelstrudel. Laugenbrezel und Laugenbrotchen esse ich sehr gern. Die sind super lecker, ne? Besonders mit ein bisschen Butter. Genau, ja. Auch mit Frischkäse, mit Kräuter. Ja. Heutzutage esse ich das für mein Mittagessen. Jeden Tag esse ich ein Laugenbrezel, ja. Oh, wow, schwierig. Ich mag Brötchen, Eibrötchen oder Käsebrötchen. Toll. Und gib uns ein paar Beispiele mehr. Oh, was noch? In Stuttgart habe ich Spätzle und Linsen gegessen. Das war echt gut. Und was noch? Flammkuchen auch. Und sehr gut, ne? Ja, sehr gut. Ich würde sagen, Roulade mit Kartoffeln. Ja, ja, das ist ganz lecker. Viel Protein, als ich gesagt habe. Voll gut. Gute Soße noch. Ja, mit diese braune Sauce ist ganz lecker. Welches deutsche Essen schmeckt dir am besten? Oh, Käsespätzle. Aber in Österreich. ich glaube, Spinatknödel gefällt mir. Das habe ich einmal probiert in Süddeutschland. Also deutsches Essen für mich ist mehr am Wochenende, weil das viel deftiger ist. Ich mag Sauerkraut, das ist wie in Polen. Also Sauerkraut mag ich gern oder alle Sachen mit Kohl, das mag ich gern. Ich liebe Currywurst. Ja, ich denke, dass es einfach prima ist. Käsespätzle und Flammkuchen, Schokolade. Ja. Und Weißwein und Bier. Ich kann gerne so ein Bratwurst essen mit Brötchen und so. Ja, das esse ich gerne. Im Sommer zum Beispiel grillen oder sowas, Kartoffelsalat dazu. Ja. Schwarzwaldtorte, Kuchen im Allgemeinen, zum Beispiel Rhabarber war neu für mich. Ja. So, warum nicht Rhabarberkuchen? Ja. Es ist eine Tradition, eine alte Tradition in Deutschland, dass man nachmittags einen Kaffee und Kuchen. Ja, ja. Machst du das manchmal auch? Ich trinke Kaffee nicht oft, aber mit Kuchen, warum nicht? Also ich kann nicht mich entscheiden. Also ich würde sagen, entweder Pfannkuchen oder Kartoffelauflauf. Also die beiden sind ganz lecker. Bei den Pfannkuchen sind so einfach zu machen und du kannst alles, was möglich ist, darauf machen. So Marmelade, Nutella und Streichelcreme, keine Ahnung. Und einfach nur Pfannkuchen essen. Bei den Kartoffeln, also ich komme aus Peru, es gibt verschiedene Sorten von Kartoffeln. So, ja. Das machen wir ja natürlich. Ich esse alles. Kartoffeln mit Reis oder mit Eier, Spiegelei. Alles. Ja, geht alles. Und als du gerade aus Brasilien nach Deutschland kamst, hast du ähnliche Sachen schon damals gemocht oder hast du dich so langsam gewöhnt an das deutsche Essen? Nee, ich würde sagen, langsam vielleicht. Das Problem bei mir war, dass für mich hier in Deutschland alles geht um Schwein, Kartoffel und Sauerkraut. Also alle Gerichte sind mit diesen Lebensmitteln, mit diesen Zutaten gemacht. Und das stört mich ein bisschen. Für Brasilianer, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, immer Schwein zu essen. Also was ist der Brasilianer? Mehr so Rind? Rindfleisch, ja, Rindfleisch. Ja. Das ist sehr stark. Churrasco. Ja. Ja.
Deutsch üben durch Sprechen. Das ist eine super Idee, damit ihr auch besser werdet. Nicht nur im Hören, sondern auch im Selbersprechen. Das könnt ihr natürlich bei dem Easy German Meetup machen. Aber wenn ihr vielleicht nicht in Berlin seid oder keinen Zugang habt zu einem Sprachpartner, dann kann es sehr nützlich sein, mit einer Tutorin oder einem Tutor zu arbeiten, die euch beim Sprachenlernen unterstützen. Und passend dazu hat unser heutiger Sponsor genau das im Angebot. iTalki ist eine Plattform, auf der ihr über 600 Angebote finden könnt zum Deutschlernen. Ihr könnt dort mal die verschiedenen Profile durchgehen, könnt Menschen finden, die vielleicht ähnliche Interessen haben. Und es gibt auch verschiedene Angebote zu verschiedenen Geldbeuteln. Also einige sind etwas günstiger, einige sind vielleicht etwas erfahrener und teurer. Für jeden ist etwas dabei. Und ich möchte euch das empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. go.italki.com/easygerman ist unser Link und damit bekommt ihr auch noch einen Rabatt und könnt echt Geld sparen, denn ihr bekommt dann $10 geschenkt, nachdem ihr eure ersten $20 ausgegeben habt. Probiert das mal aus, der Link ist auch hier unten. Und welches deutsche Essen schmeckt dir überhaupt nicht? Kartoffelpüree. Das ist platt? Nein. Vielleicht geschmacklos? Genau, geschmacklos, ja. Ja, ich habe tatsächlich einige Fahrten gemacht, die mir nicht so ganz angenehm waren, vom Geschmack her. Und zwar, ich würde sagen, Mettbrötchen oder halt dieses rohe Fleisch. Ich habe das probiert, aber ich konnte es nicht runterschlucken. Das sind Käsespätzle. Ich weiß, es sind ganz viele Leute, die lieben, aber die schmecken ja gar nicht. Das sind so wie Mac and Cheese in den USA, aber irgendwie so ohne Geschmack und ganz viel Fett, deswegen mochte ich es gar nicht. Ah, ich erinnere mich daran, ich habe einmal einen Toast gekauft, aber das war ein bisschen mehr fermentiert, als wir kaufen in Indien. Das war ein bisschen mehr sauer. Welches deutsche Essen magst du überhaupt nicht? Vielleicht, ich bin Vegetarierin, so ich habe noch nicht es probiert, aber Leberkäse, etwas Besonderes? Nee. Oh, Leberkäse, da habe ich eine Geschichte dazu. Ja, erzähl mal. Mein Freund hat mir gesagt, kauf mir bitte Leberwurst. Leberkäse. Und ich bin zu Rewe gegangen und dann suche ich nach Käse, ich kann Leberkäse nirgendwo finden. Dann gehe ich nach Hause und sage ihm, dass ich das nicht gefunden habe. Und dann zeigt er mir, und das ist Fleisch. Und ich habe nach Käse gesucht. Ja. Deswegen war das für mich so verwirrend, weil ich dachte, es ist Käse. Wieso heißt es Leberkäse, wenn es kein Käse ist? Ja. Ich mag Wurst nicht. Alles, was Wurst ist, ich bin nicht ein großer Fan. Ich mag nicht, dass so viel Vinegar in alle Salaten oder alle Soßen ist. Aber normalerweise finde ich nichts so besonders schlecht. Man kann auch hier Schweinmagen essen oder so. Das mag ich nicht. Also einmal habe ich Eisbein bestellt und das hat keinen Geschmack. Also da musst du viel Senf darauf schmeißen. Ah, das wusste ich nicht. Ja. Also wow, das war schwer zu essen. Ja. Hast du in Deutschland etwas gegessen, was dir total komisch vorkam, wo du sagtest, das ist weird? Ich habe es nicht gegessen, ich habe es gesehen. Es war ein Stück Brot mit, ich weiß nicht, ob es Hackfleisch war, mit Zwiebeln, aber ich glaube, es war nicht gekocht. Es war wie Steak Tartar oder, ja. Ich glaube nicht überessen beim Essen, aber Getränke, so für mich war komisch, Mischung, Bier und Cola zum Beispiel. Oder Radler, was ist das? Ja. Ich denke auch Spezi, die Mixture of Fanta und Cola ist komisch. Like, und auch Null-Alkohol-Bier. Ich habe nicht in meinem Heimatland und es war Wofür? Dann trink gar kein Bier. Was ist die Punkte? Ja. Mein Freund hat dann Schnitzel mit Bacon drauf probiert. Das war zu viel. Ja, zu viel. Ja.
Und hast du schon in Deutschland etwas gegessen, was dir sehr komisch vorkam, wo du dachtest, sowas essen sie? Also wirklich komisch vielleicht nicht, aber alle diese Fleischsalat, das finde ich ganz komisch. Das ist viel Mayo und viel Fleisch und ganz und gesund und das heißt Salat. Also. Das ist echt eine Verarsche, ne? Ich habe schwarze Wurst gegessen, ja, und es war sehr komisch. Es gibt ein Wurst, die mit Blut gemacht ist. Ja, das würde ich nicht probieren. Ja, also in Bayern gibt es Weißwurst und das man also ohne Haut essen, aber es gibt viele Touristen, die also wissen das nicht und essen das einfach, also auch mit Haut. Ja. Ah, sie überleben das schon, aber... Genau, und es gibt auch also viele also Weise, wo man also diese Haut entfernen kann. Ja. Das ist auch also viel interessant. Zum Beispiel, wo ich das erste Mal Quark, glaub ich, mit Öl gesehen habe und Kartoffeln mit Leinsamenöl oder so, das fand ich auch ein bisschen, also die Kombination fand ich sehr, sehr ungewöhnlich. Es gibt auch Gemüsekebab mit ohne Fleisch. Es ist wirklich komisch. Ich kann nicht... Was heißt komisch, Leute? Wir haben viele vegane Leute, viele Vegetarier und die Leute wollen Geld verdienen. Die sagen, oh, das braucht ihr gerne. Kebab ohne Fleisch? Ja, es hört wirklich komisch an. Ich weiß nicht. Ja, also es gibt diese Grünkohl. Grünkohl sieht ein bisschen lustig aus, aber auf jeden Fall, es schmeckt sehr gut. Jetzt seid ihr dran. Wir wollen unbedingt von euch wissen, welches deutsche Essen fandet ihr denn lecker? Welches fandet ihr interessant oder vielleicht nicht so lecker? Schreibt uns hier unbedingt einen Kommentar unter das Video und übt weiter mit uns Deutsch. Wir haben super viele Angebote zum Deutschlernen, Videos, Podcasts und zum Beispiel auch interaktive Übungen. Erik, unser Deutschlehrer, der da hinten steht, der macht zu all unseren Videos interaktive Übungen zum Deutschlernen. Und die könnt ihr für nur 5 Euro im Monat bekommen. Den Link posten wir mal hier unten. Tschüss, liebe Leute. Ciao.